So, herzlich willkommen zum zweiten Video bei der Firma David Motorentechnik in Selm. Guten Tag. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr die beiden so aufgenommen habt in unsere kleine YouTube-Community. Ich glaube, ich habe noch nie ein Video gesehen, wo so viele positive Kommentare waren. Über 1000 Kommentare, glaube ich, und alle haben das nur so gefeiert, was ihr hier macht, was ihr hier baut und so weiter. Ne? Ja, und vielen Dank für den Zuspruch. Das ist auch der Grund, warum ich hier bin, weil wir nämlich so viel cooles Zeug hier bauen können und weil ich glaube, dass am Ende so coole Motoren bei rauskommen. Hoffen wir das. So, auf jeden Fall, David hat schon ein bisschen vorgearbeitet, hat sich ein bisschen Gedanken gemacht. Und als ihr die Pleuel gesehen hattet, hattet ihr direkt Probleme mit der oberen Lagerung. Ja, das ist richtig. Also du wolltest ja maximale Leistung aus deinem Motor rausholen. Mhm. Und da diese Schmiernut, die ja eigentlich grundsätzlich eine gute Idee ist, komplett umlaufend ist, unterbricht sie hier unten das Ölpolster. Mhm. Und das ist ja genau die Lastrichtung, wo der ganze Verbrennungsdruck über das Pleuel auf die Kurbelwelle übertragen werden muss. Mhm. Und wir hatten uns überlegt, da du ja so viel Leistung aus deinem Motor holen möchtest, dass wir das hier besser geschlossen lassen. Okay. Einfach damit die Gefahr nicht besteht, dass die Pleuelbuchse vom Bolzen platt gedrückt wird. Das heißt, erstmal als Basic, die eigentliche Kraft geht nicht von Kolbenbolzen auf das Lager, sondern landet in den Ölpolster dazwischen. So ist das gewünscht. Man möchte zwischen den Materialien keinen Kontakt haben, weil das wäre Verschleiß. Okay, und dadurch, dass jetzt auf der druckbelasteten Seite die Nut ist, haben wir ein linkes und ein rechtes Polster und nicht ein großes Polster. Das ist korrekt, ja. Das wurde auch recht einfach erklärt eigentlich. So, okay, das heißt, ihr könnt solche Buchsen einfach selber machen. Ja. Das ist deswegen wichtig, weil für manche Motoren, wie wir es ja einmal auch schon mal gezeigt haben, gibt es unter Anständen nicht die Pleuel in der passenden Form, weil es die Kolben nicht mehr zu kaufen gibt im Oldtimer-Bereich. Oder sie sind exorbitant teuer, dass man einfach sagt, man kann das selber herstellen für einen wesentlich faireren Preis. Mhm. Und man ist in der Gestaltung frei. Man kann zum Beispiel ein Pleuel nehmen und den Kolbenbolzendurchmesser um 1 mm vergrößern, sofern das Pleuel das zulässt oder man das Ganze umkonstruieren kann. Wenn wir jetzt schon dabei sind, könnte man das Ganze theoretisch exzentrisch machen, dass wir den Bolzen zum Beispiel so Millimeter nach oben oder unten wandern lassen? Wenn die Wandstärke ausreicht, wäre es möglich. Wir haben nämlich öfter schon mal so Anwendungszwecke gehabt, wo mit der Verdichtung dann doch eher gerne so einen halben Punkt nach unten gegangen wäre. Ja. Was aber heißt, entweder anderes Pleuel, Kolben abdrehen, wie auch immer. Da wäre natürlich schon auch eine coole Lösung, das vielleicht über den Kolbenbolzen einfach wandern zu lassen. Das ist möglich, ja. Okay. So, das ist die Muster. Buchse, die David schon mal gemacht hat. Man sieht gleich, das Material ist ein anderes auch. Ne? Unabhängig von der Form und Gestaltung ist es ein bisschen orange-rötlicher. Ja, wir hatten uns gedacht, wenn man sich sowieso schon mal diesen Bearbeitungsaufwand macht, dann nimmt man natürlich auch ein möglichst hochwertiges Material. Mhm. Ne? Und dementsprechend, weil es eine sehr stark zinnhaltige Legierung ist, ist das ein bisschen heller. Mhm. Ne? Welche Vorteile hat das? Ich gehe davon aus, dass das einfach von dem, was wir so bestellen können, die maximale Verschleißfestigkeit bietet. Okay. Das heißt, es ist gar nicht mal unbedingt, ich sag jetzt mal, härter als die Buchse? Das müsste ich sehr aufwendig testen lassen. Okay. Wir haben einfach gesagt, wir bestellen das bestmögliche Material, um auf Nummer sicher zu gehen. Des Weiteren ist es so, gerade bei Bronze, ich freue mich immer, wenn ich ein hochwertiges Material habe, weil ich darauf bessere Oberflächen erzeugen kann. Ich kann es schöner zersparen, ich kriege allgemein ein schöneres Ergebnis. Es lohnt sich in keinerlei Hinsicht, für so geringe Einzelstücke oder kleinen Serien am Material zu sparen. Das macht keinen Sinn. Aber das Material ist schon in seiner ursprünglichen Form schon gedacht für so eine Lagerung? Das ist korrekt. Also dieses wird unter anderem auch zum Zahnradbau hergestellt. Für Zahnradbau? Zahnradbau. Okay. Verteilerantriebe, Schneckengetriebe und so weiter. Das heißt, es muss ja schon gewisse Drücke standhalten? Ja, es ist als Gleitlager geeignet. Okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze doch mal an. So, die Buchse macht ihr bei euch hier auf der Drehbank? Richtig. Was macht ihr normalerweise auf der Drehbank? Also warum steht ihr? Meistens Zylinderlaufbuchsen. Das war der ursprüngliche Grund, dass wir die kaufen, weil bei den modernen Motoren kriegst du ja teilweise kein Übermaßkolben mehr. Du musst Serienbohrung wiederherstellen. Für ein paar Blöcke kannst du fertige, dünne Zylinderlaufbuchsen kaufen. Für andere Anwendungen, Hubraumerweiterungen, Sonderumbauten und Spezialreparaturen braucht man eine massive Buchse. Und da wir einfach so mit dieser Maschine komplett frei wählen können in der Gestaltung, wie sie aussehen soll, haben wir uns irgendwann mal gedacht, okay, wir gehen in großen Schritt und legen uns das Ding zu. Musst du das hier programmieren oder kannst du das auf dem Rechner? Muss hier richtig programmieren, okay. Ja, wir können es auf dem Rechner programmieren, es macht aber relativ wenig Sinn, weil die Maschine sucht sich ihren Bearbeitungsweg sowieso selber. Ah, okay. Und es ist zweidimensionale Konstruktion. Mhm. Also ich habe immer nur zwei Bewegungen, das ist eigentlich schneller gemacht, gerade wenn man viele Teile herstellt, das hier zu machen. Und ich habe eine bessere Prozessüberwachung.
plus die unsere Kolbenbolzenbuchse bzw. Lagerung ist jetzt natürlich auch ein recht einfaches Teil eigentlich. Ne? Richtig, ja. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine ohne Kühl- bzw. Schmierstoff. Richtig. Dann könnt ihr das besser sehen, keine Angst, die wandert natürlich danach als Ausschuss weg, aber wir wollen es euch trotzdem zeigen. Wie ich sehe, hast du gleich zwei Boxen mehr gemacht, man weiß ja nie, ne? Ja, einfach zur Sicherheit. Falls in den nachfolgenden Bearbeitungsprozessen irgendwas nicht planmäßig läuft, mache ich immer ein, zwei mehr. Musst du nicht zurück an die Maschine, ne? Ja. So, jetzt müssen die einmal eingepresst werden. Da denkt man wahrscheinlich, das muss jetzt irgendwie Hightech sein, aber wird am Ende dann doch recht einfach sein. Ja, ist nichts Wildes. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns das trotzdem an. Okay. Was für eine Passung ist das jetzt? Also wie stark wird das da jetzt reingepresst? Ungefähr 7 plus minus 1/100. Mhm. Gibt man der Buchse Pressmaß. Ist erfahrungsgemäß so, dass man die dann noch gut einsetzen kann. Mhm. Man kriegt sie noch rein ohne Gewalt. Sie frisst nicht, aber sie bleibt definitiv drin. Mhm. Okay. So. Das Ganze habe ich vorher eingeölt, die Bohrung vorbereitet. Sehr, sehr wichtig ist es, dass dieser Bereich entgratet wird, damit die Buchse nicht anschließend, wenn sie eingepresst wird, frisst und sich außen abschält oder sich innen aufwirft. Und die Buchse ist auf der Drehbank auch beidseitig gefasst, sodass es eigentlich egal ist, in welcher Richtung ich das Ganze hier einpresse. So, ich lege das eigentlich nur hier grob auf, presse vorsichtig an und dann zentriert sich das von alleine. Du brauchst es einfach nur einpressen. Huck. So, Buchse ist drin. Genau. Mehr ist das eigentlich nicht. Ja, das sah jetzt ja einfach aus. Und das Ganze 6-mal. Ja, und danach kann man einen Krampf in der Schenkel. Danach ist Feierabend. Okay. So, der nächste Schritt ist, es fehlt ja noch, die Buchse wurde komplett geschlossen, rotationssymmetrisch gefertigt. Und jetzt muss ja die Ölbohrung noch ein. Auch wieder gar nichts Besonderes. Ich stecke ein Alu-Metallstück einfach in die Mitte. Mhm. Einfach damit ich, wenn ich mit dem Bohrer unten auslaufe, nicht in die Pleuelbuchse haue und bohre die Bohrung. Mhm. In diesem Fall 3 mm. Und die Bohrung ist rein zum Schmieren? Ganz genau. Das ist die Ölzulaufbohrung, damit die Bronzebuchse von dem Öl, was unten von der Ölspritzdüse hochkommt und vom Kolbenboden wieder bei der Umkehrbewegung zurück
katapultiert wird, läuft dann hier in diesen Trichter. Würde es irgendwie Sinn machen, die zu vergrößern oder muss sie einen bestimmten Durchmesser haben? Nein, normalerweise. Es gibt teilweise auch Bronzebuchsen, die noch kleinere Löcher haben, teilweise nur 2 mm. Das hier sind 3. Also bei dieser Lagergröße halte ich das für absolut ausreichend. Okay. War es eigentlich schon. Ja. Der Vorteil des Viertakters beim Schmieren der Bolzenbogen ist der, dass ein Lastwechsel stattfindet. Das heißt, hier wird immer frisches Öl dahin gefördert. Mhm. Beim Zweitakter wäre das was anderes, da brauchst du tatsächlich von unten eine Druckölschmierung, sonst frisst das Ding. Mhm. Weil du einfach die Zweitakte mehr hast, wo er in dem Moment nicht verbrennt. Beim Zweitakter hast du keinen Lastwechsel. Das heißt, der Kolben drückt immer unten, er hebt nicht ab und macht dann keinen Platz für frisches Öl. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja, ne, und durch das heißt, beim Viertakter in der Überschneidungsphase geht praktisch der Kolben nach oben, der versucht durch die Kraft abzuhauen und dann kann unten frisches Öl hingefördert werden. Und wenn er beim nächsten Mal wieder runter geht, hast du wieder einen frischen Ölfilter. Das heißt, in dem Bereich, wenn es druckbelastet ist, hat das Öl gar keine Chance, sich dazwischen zu drücken. Das braucht richtig diese Entlastung. Ja, ja, ganz genau. Wir haben es gelernt heute hier. Ja, jetzt wo das Loch da drin ist, wie geht's weiter? Also, ich habe alle Kolbenbolzen durchgemessen, die sind hervorragend, die sind alle maßlich identisch. Ich stelle somit jetzt meine Messuhr ein. In diesem Fall nehme ich wieder mal eine ganz normale Messuhr mit einem etwas präziseren Zeiger und eine normale Bügelmessschraube. Ich habe hier jetzt das Kolbenbolzenmaß fest einjustiert und die Messuhr genullt und würde jetzt dementsprechend die Ploy-Buchse aufbohren. Ich lasse sie immer mit einem Untermaß. Ich kriege auf der Drehbank keine hervorragende Oberfläche rein und ich muss sie anschließend noch einpressen. Und ich habe so die Möglichkeit, dadurch, dass sie noch Untermaß hat und ich das gleich auf dem Ploy-Bohrwerk spanne, auch wenn das Ploy vielleicht einen minimalen Formfehler hat, ist danach nach diesem Bohrvorgang das ja auf jeden Fall fluchten zueinander. Okay, cool. Das heißt, wenn die Uhr 0 anzeigt, ist es perfekt. Ja, wenn ich das Fertigungsendmaß einstelle, ja. Okay. Ah, okay, ist noch nicht das Endmaß, sondern das wird in mehreren Schritten gemacht. Bei Zylindern mache ich das immer so, frage mich nicht warum, das ist eine Eigenart, die ich mir einfach hier so angewöhnt habe. Ich stelle einfach den Kolbenbolzendurchmesser ein und lese dann das Spiel von der Messo ab. Fühle ich mich wohl dabei. Warum? Ja, der eine so oder andere so, ne? Gut. Ja, dann würde ich das bloß einspannen. Im Grunde genommen auch wieder eine klassische alte Motorenstandsetzungsmaschine. Für sehr viele verschiedene Ploy-Längen kann man das hier einstellen. Man kann verschiedene Werkzeuge justieren, kann hier verschiedene Hartmetalleinsätze verwenden, um entweder die untere oder obere Seite zu bohren und sich dementsprechend an die Durchmesser anzupassen. Das heißt, die ist jetzt gerade schon auf die richtige Ploy-Länge eingestellt? Das ist richtig. Das habe ich einfach aus Zeitgründen bereits schon eingerichtet. Mhm. Das Ploy wird jetzt hier oben anhand des unteren Ploy-Auges zentriert. Mhm. So. So, und mit dem Werkzeug, was ich hier jetzt hineinschiebe, wird das Ganze so noch stelle ich das Ganze fein ein, ganz genau. Weil die Länge hier oben, die bleibt gleich. Aber dadurch, dass ich das Ploy-Auge hier mit seitlich spanne, ist das immer wieder nötig, das neu einzustellen. Aber es ist wie in der Motorenstandsetzung oft, es sind Einzweckmaschinen, die nur einen einzigen Zweck erfüllen, nichts anderes können, aber dafür sehr auf Handhabbarkeit und schnelle Bearbeitung ausgerichtet sind. Das heißt, die kann wirklich nur Ploy bohren? Ja. Nur hätte man sie nicht, wäre man aufgeschmissen. Mhm. Das ist der andere Punkt. So. Jetzt ist es zentriert. Jetzt kann ich diese Hilfsvorrichtung wieder demontieren. Wodurch wissen wir, dass das Ploy jetzt gerade 100% winklig ist? Dadurch, dass es hier unten aufgespannt wird. Es liegt an diesem Dorn unten auf dem auf der Grundbogen an. Also der Dorn ist perfekt zylindrisch. Genau. Und dadurch, dass es anliegt, ist es in dem Moment auch parallel zum Dorn. Ganz genau, weil die Maschine 100%ig rechtswinklig ist. Wir haben schon mal die Frage, ja, richten Sie oder winkeln Sie das Pleuel? Und dann prüfen wir die Pleuel, ob sie nicht allzu sehr verzogen sind. Und wenn sie nicht allzu sehr verzogen sind, wir bohren die auf der Maschine, werden sie auf jeden Fall parallel. Mhm. Weil wenn wir die Pleuel winkeln,
bringen wir Spannung ein. Ja. Hier sind ja ein bisschen wieder frei werden. So, jetzt muss ich noch einmal kurz auf den Punkt eingehen, den du gerade gesagt hattest. Das heißt, ihr winkelt die Pearl gar nicht, normalerweise? Wir prüfen üblicherweise, ob sie deutlich verzogen sind. Mhm. Und wenn sie deutlich verzogen sind, dann sortieren wir so einen Pleuel aus. Hat ein Pleuel dagegen keinen absolut erkennbaren Verzug, also liegt das im sehr, sehr geringen Bereich, setzen wir eine neue Buchse ein und bohren. Okay. Dann passt das Ganze. Dann ist das auf jeden Fall winklig. Die Bogen des Pleuels, die neu gemachte Pleuelbogen, ist dann auf jeden Fall winklig. Also erstmal nochmal kurz winkeln erklären, heißt das, dass beide Achsen, Kolbenbolzen und Kurbel, zueinander parallel sind? Ja, ganz genau. Okay. Und weil es gibt ja ganz viele, die fangen an mit einer Presse, das Pleuel wieder gerade zu drücken und solche Sachen. Ja, ich sag mal, wenn ein Pleuel es nötig hat, derartig gerichtet zu werden, sollte man ernsthaft überlegen, ob man es überhaupt noch weiterverwendet. Okay. Ihr würdet aber eher neue Buchse rein und die einfach neu bohren, dass es so eine neue Parallel ist. Wenn das Pleuel nur praktisch so gut wie nicht verzogen ist. Mhm. Wenn es merklich verzogen ist oder messbar deutlich verzogen ist, dann sortieren wir es aus. Mhm. Okay. Ja, ich denke, in der Laufzeit werden wir bestimmt so ein Pleuel nochmal finden, was zu krumm ist, so rum zu sagen. Wobei wir mit den Pleuel extrem gute Erfahrungen hatten. Also da war es wirklich selten, dass da mal eins krumm von wird. Die waren echt gut. Was wir schon erlebt haben, kurioserweise, waren Höhenunterschiede bei Dieselpleuelen aus einem Motor. Kann das was mit Verbrennungsdrücken zu tun? Ja, das kann sein, dass er dann gestaucht worden ist. Hat er einen Zylinder mehr Lust als der andere? Mhm. Oder ein Wasserschlag oder ähnliches. So, okay, das ist jetzt gebohrt. Gut, das ist richtig. Sieht schön aus von der Oberfläche. Ja, wir arbeiten auch hier mit sehr geringem Vorschub. Der ganze Prozess ist ziemlich langsam. Hier kommt es nicht darauf an, dass man das besonders schnell macht, sondern das Ergebnis muss gut werden. Mhm. Ja, und ich sag mal, bei dem, was man hier jetzt sowieso schon vorher in Arbeit reingesteckt hat, kommt es dann hier auf eine Minute auch nicht. Ja, klar. Und jetzt vermutlich muss das Ganze noch gewohnt werden. Das ist richtig, ja. Ich werde es jetzt einmal nochmal messen, werde es eingraten und dann werde ich es holen. Cool. Was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen noch 1/100 rausholen. 1/100? Ja. Okay. Dann war es ja geizig mit dem Untermaß quasi. Ja. Ja gut, man kriegt es immer relativ genau eingestellt. Ja. Ne? Und umso mehr man rausholen muss, desto mehr Arbeit hat man hier. Also 1/100 reicht vollkommen, um das Oberflächenergebnis zu erzielen. Was genau machen wir hier? Das ist ein Handhohngerät, wo man hier verschieden, hier werden die verschiedenen Hohnwerkzeuge dran montiert. Mhm. Da können wir sehr viele verschiedene Sachen dran bauen, entweder für Pleuel unten oder oben. Wir verwenden diese Maschine vorrangig zum Nachholen von kleinen Mopedzylindern oder zum Bearbeiten von Pleuelbohrungen. Mhm. Ne, zum Beispiel, wenn wir jetzt Pleuelkappen schleifen und die runtersetzen und die Bohrung wieder rundholen, benutzen wir auch diese Maschine. Ist so ein kleiner Aufmaße, einfach und unkompliziert, weil man die Werkzeuge schnell wechseln kann und das alles von Hand zu bedienen ist, einfach zu machen. Das heißt, es ist wirklich nur der Hohnstein und richtig. Du führst das Ding per Hand korrekt drauf. Ja. Hinten drauf ist noch eine Führungsleiste, um das Zentrieren zu verbessern. Man kann bei großen, schweren Bauteilen auch diese Stützstange mit hinzunehmen. Ja. Und der Druck auf den Hohnstein, der ist einstellbar? Der ist komplett einstellbar. Ich habe hier verschiedene Räder. Einmal hier um den Maximalanpressdruck und hier auch den schwachen Anpressdruck einzustellen. Mhm. Das Ganze funktioniert ziemlich einfach. Oben ist ein Elektromotor mit einem Riementrieb. Dort kann ich verschiedene Drehzahlen umlegen, wie bei einer klassischen Säulenbohrmaschine, wo man einfach nur auf unterschiedliche Riemenscheiben legt. Und sobald der Motor läuft, die Maschine eingeschaltet ist, kommt von hier Hohnöl, um den Abrieb wegzuspülen und das Bauteil zu kühlen. Und den Stein rausschieben auf das eingestellte, auf den eingestellten Anpressdruck und die Drehbewegung wird gleichzeitig initiiert durch das Treten dieses Fußpedals. Mhm. Ja, eigentlich eine recht einfache Maschine. Ah, okay, da ist ein kleiner Schieb, das so rauskommt. Genau. Hier, wenn den Stein kann man noch rausnehmen. Mhm. Hier ist eine Leiste drin. Der Stein ist
hier schräg gefertigt. Mhm. Und wenn ich hier zustelle, dann kommt dieser Schuh raus und drückt den Stein über diese Rampe nach außen. Mhm. Okay. Also das ist noch so richtige Handarbeit. Ja. Man kann sich quasi nur auf Einstellung und den Fuß verlassen. Genau, und muss immer wieder nachmessen. Mhm. Warum muss das Ganze gehohnt werden? Jetzt nur, um den Hundertstel rauszukriegen? Oder hat das auch was mit Oberfläche und so weiter zu tun? Es hat was mit Oberfläche zu tun. Jedes Mal, wenn man bohrt, hat man immer noch ein sehr feines Gewinde. Und der Kolbenbolzen würde in diesem Fall auf den Spitzen dieses Gewindes tragen und würde das relativ schnell rausnehmen. Zudem finden wir auch, dass der Hohnschliff dafür sorgt, dass das Ölhaltevermögen etwas besser ist. Mhm. Okay, verstehe. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns das mal. So, ich dachte, das wäre schon der letzte Step gewesen, aber nein, ihr macht noch was? Ja, nach dem Bohren und dem Hohn ist hier außen ein Grat. Mhm. Den entfernen wir selbstverständlich, damit du hinter den Kolbenbolzen schön einsetzen kannst. Und diese Oberfläche ist immer noch etwas rau. Mhm. Wir glätten die nochmal mit einer siliziumkarbidhaltigen Kunststoffbürste. Das heißt, normalerweise würde sich das im Betrieb wahrscheinlich auch, ich sag jetzt mal, einlaufen. Genau, richtig, ja. Aber das können wir verkürzen, indem wir da einmal mit der Bürste nochmal durchgehen. Genau, also somit verringert man auch diesen Abrieb beim Einlaufen. Dass die jetzt aber auch nochmal wieder Material rausnimmt, ist ausgeschlossen? Das ist natürlich so, dass etwas, was mit Schleifmitteln besetzt ist, Material rausnimmt. Da das aber Kunststoff ist, die Vorspannung sehr gering, ist der Materialabtrag annähernd null. Also es hat keine messtechnische Relevanz. Es ist nur noch eine Glättung der Oberfläche, so ähnlich wie beim Zylinderbearbeiten, mhm. wo man dann nach dem Hohen auch noch einmal mit der Bürste durchgeht. Mhm. Okay, das heißt, nach dem Schritt sind die Pleuel theoretisch einbaufertig, bis auf dass wir Lagerspiele unten noch checken. Korrekt. Okay. Ja, dann würde ich sagen, mit diesem letzten Schritt verabschieden wir uns auch. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Haben wir wieder alle wieder ein bisschen was gelernt und im nächsten Video habe ich noch keine Ahnung, was wir machen, aber mal gucken. Bis zum nächsten Mal.